steh auf. Das ist manchmal der beste Rat, den man jemandem erteilen kann, der schon seit Tagen eine Selbstmitleidsparty veranstaltet. Oh Gott, du musst mir helfen, du musst mir helfen. Und das Wort des Herrn kam zu ihm: Steh auf! Der christliche Glaube ist keine passive Angelegenheit. Hört zu, das finde ich interessant. In der Bibel kommt das Wort gehen 1542 Mal vor. Das Wort bleiben dagegen nur 64 Mal. Also, wenn euch eure Gedanken einladen wollen, bleibt den ganzen Tag lang im Bett. Bleibt den ganzen Tag auf dem Sofa. Dann könnt ihr sagen, ich glaube nicht, dass Gott das will. Ich stehe lieber auf und tue etwas. Ich werde jemandem helfen oder Ordnung in den Schrank bringen. Klar, man darf auch mal auf der Couch liegen bleiben. Es ist gut, solche Tage einzuplanen, aber wenn ihr es tut, dann auch richtig. Liegt nicht einfach nur herum. Sagt, ich genieße es, mich hier auf dem Sofa auszuruhen. Könnt ihr mir folgen? Was leblos ist, macht Gott keine Ehre. Trockene, tote Religion macht Gott keine Ehre. Die meisten Leute, von denen ich in meinem Leben abgestempelt und kritisiert worden bin, waren religiöse Menschen, die selbst keinen Finger rührten, um irgendetwas Positives in der Welt zu bewirken. Es ist erstaunlich, wie viele Leute, die selbst überhaupt nichts tun, etwas an dem auszusetzen haben, was andere tun. Die Bibel lehrt uns in Römer 12, Vers 11, dass wir uns ganz vom Geist erfüllen lassen und uns begeistert für Gott einsetzen sollen. Darf ich euch sagen, dass Gott eine Vorliebe für Feuer hat? Mehr noch, in der Bibel steht, dass Gott ein verzehrendes Feuer ist. Hebräer 12, Vers 29. Er erschien Mose in einem brennenden Busch, nicht in einer abgestandenen Pfütze kalten Wassers. Er begleitete die Israeliten mit einer Feuersäule in der Nacht. Die Opfer mussten durch Feuer dargebracht werden. Zu Pfingsten fiel der Heilige Geist auf die Gläubigen und Feuerzungen ließen sich auf ihnen nieder. Jeremia sagte, sein Wort brennt in mir wie ein rasendes Feuer. 2. Thessalonicher, er wird mit seinen mächtigen Engeln kommen inmitten von Feuerflammen. Im Buch der Offenbarung wird Jesus als jemand beschrieben, der Augen von Feuer hat. Und ich liebe diesen Vers, Psalm 97, Vers 3. Feuer geht vor ihm her und verzehrt seine Gegner. Daraus schließe ich, wenn wir etwas mehr Feuer hätten, würde uns vielleicht auch der Teufel weniger zu schaffen machen. Kommt, das ist gut. Hätten wir mehr Feuer, würde uns auch der Teufel weniger zu schaffen machen. Ich weiß, einige von euch denken, na hurra. Wann ist sie endlich fertig mit diesem Gerede? Ich habe ein Problem und ich dachte, sie hat eine Lösung dafür. Eine meiner Lieblingsgeschichten in der Bibel, ich erzähle sie so häufig, dass es fast schon peinlich ist, aber ich kann es mir einfach nicht verkneifen, ist die Geschichte vom Gelähmten in Johannes 5, der 38 Jahre lang beim Teich lag. 38 Jahre liegt er da und wartet darauf, dass ein Engel kommt, seinen Finger in das Wasser taucht und es sprudeln lässt. Einmal im Jahr, nur einmal im Jahr erlebte derjenige, der es zuerst in den Teich schaffte, ein Wunder. Dann kam Jesus vorbei und sah den Mann. Er versuchte, ihn durch seine Worte aufzurütteln. Er fragte ihn, wie lange befindest du dich schon in diesem Zustand? Vielleicht sollte ich euch das heute auch fragen, wie lange befindet ihr euch schon in demselben Zustand? Wie lange hängt ihr schon an derselben Stelle fest? Wie lange trauert ihr schon an der Sache nach, die ihr verloren habt und die ihr nie wieder zurückbekommen werdet? Nur weil ihr etwas verloren habt, heißt das nicht, dass ihr nicht etwas Neues empfangen könnt.
Wie lange wollt ihr dem nachweinen, was eure Eltern euch nicht gegeben haben? Oder der Bildung, die ihr nicht bekommen habt? Oder den Chancen, die ihr nicht hattet? Wie lange wollt ihr noch auf Menschen neidisch sein, die haben, was ihr euch wünscht? Was ihr aber vielleicht deshalb nicht habt, weil ihr nicht bereit gewesen seid, das Erforderliche zu tun, um es zu erreichen. Ich versuche, das in aller Freundlichkeit zu sagen. Wie lange bist du schon in diesem Zustand? 38 Jahre. Ihr müsst die Geschichte unbedingt selbst lesen in Johannes 5, Verse 1 bis 8. Da sagt der Gelähmte, jedes Mal, wenn ich versuche, zum Wasser zu gelangen, steigt ein anderer vor mir hinein. Und ich habe niemanden, das finde ich köstlich, ich habe niemanden, der mich in den Teich trägt. Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Wisst ihr, was Jesus zu ihm sagte? In meiner Bibelübersetzung steht nach dem Satz ein Ausrufezeichen. Also nehme ich an, dass Jesus es mit Nachdruck gesagt hat. Steh auf! Und das ist manchmal der beste Rat, den man jemandem erteilen kann, der schon seit Tagen eine Selbstmitleidsparty veranstaltet. Oh Gott, du musst mir helfen, du musst mir helfen. Und das Wort des Herrn kam zu ihm, steh auf! Stimmt's? Natürlich geht es nicht um Gefühlsduselei, wenn ich dafür werbe, voller Begeisterung und Feuer und Eifer für Gott zu sein. Wer sich nur nach Gefühlen richtet, brockt sich viele Schwierigkeiten ein. Es war einmal ein Verkäufer, der einen neuen Staubsauger von Haus zu Haus verkaufte. Beim ersten Haus, an das er klopfte, öffnete eine Frau die Tür. Bevor sie ein Wort sagen konnte, lief der eifrige Verkäufer an ihr vorbei, in das Wohnzimmer, öffnete einen schwarzen Plastikbeutel und verstreute Kuhfladen über den ganzen Teppich. Gute Frau, wenn ich das nicht mit diesem neuen leistungsstarken Staubsauger sauber machen kann, esse ich die Fladen. Die Frau sagte, würden Sie gerne Chili-Soße oder Ketchup zu den Fladen haben? Der Verkäufer fragte verdutzt, wieso fragen Sie? Sie sagte, weil in diesem Haus kein Strom ist. Oh Mann. Ihr seht also, zu viel Begeisterung kann einen manchmal in Schwierigkeiten bringen. Deshalb sage ich Leuten immer, wartet mit einer Entscheidung, bis sich die Gefühle gelegt haben. Das ist ein Rat, den ich auch selbst mir beherzigen sollte. Manchmal zumindest, nicht immer. Wie ich euch schon gesagt habe, habe ich mich in den letzten beiden Wochen nicht gerade vorbildlich verhalten. Aber Gott ist immer noch gut. Wir können dankbar sein, dass er gnädig mit uns ist. Als nächstes, Kolosser 3, Verse 23 und 24, da steckt eine Riesenlektion drin. Wenn euer Steh auf und geh verschwunden ist, müsst ihr einfach aufstehen und es euch zurückholen. Es ist kein komplizierter Gedanke, den ich euch heute vermittle. Ich sage euch einfach nur, erlaubt dem Heiligen Geist, euch zu beleben. Wartet nicht darauf, dass jemand anders daherkommt und euch trägt. Motiviert euch, spornt euch selbst an. Alles, was ihr tut, unabhängig davon, was diese Arbeit im Einzelnen ist, ob ihr nun auf der Bühne steht oder die Toiletten putzt, alles, was ihr tut, das tut von Herzen, nicht vom Sofa aus. Teilweise scheinen wir das genaue Gegenteil aus der Bibel zu ziehen von dem, was da steht. Paulus schrieb, I buffet my body, ich bezwinge meinen Körper. Und wir lesen, I buffet my body, ich beköstige meinen Körper. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen.
Das ist etwas, was ich immer versuche, mir vor Augen zu halten. Und das motiviert mich auch, dass ich alles, was ich tue, für Gott tue. Gott hat mich dazu berufen und ich möchte einmal vor ihm stehen und hören: Gut gemacht, mein guter und treuer Diener. Ich möchte sagen können, ich habe alles getan, was du mir aufgetragen hast. Ich möchte im Leben etwas zu Ende bringen, nicht nur jemand sein, der etwas mit viel Feuer anfängt, das dann mit der Zeit zu kalter Asche wird. Wer von euch hat einen Kamin zu Hause? Ein Kamin sieht am besten aus, wenn in ihm das Feuer lodert. Kalte Asche ist nicht so prickelnd. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Jetzt lasst uns Vers 24 anschauen. Denn ihr wisst, dass ihr von dem Herrn und nicht Menschen als Lohn das Erbe empfangen werdet. Ihr dient dem Herrn Christus. Das ist einer der Punkte, die uns oft in Schwierigkeiten bringen. Häufig ist uns das gar nicht bewusst und deswegen müssen wir uns das bewusst machen. Wenn ich mir bei der Arbeit Mühe gebe, weil ich meinen Chef beeindrucken will, er mir aber keine Beachtung schenkt, entmutigt mich das und ich verliere meinen Arbeitseifer. Der Grund ist, dass ich vom Falschen motiviert werde. Alles, was wir im Leben tun, sollen wir für Gott tun. Wenn ihr Kinder großzieht, dann tut das für Gott. Wenn eure Ehe schwierig ist, aber ihr wisst, dass ihr sie nicht aufgeben sollt, dann tut das für Gott. Sagt Gott, ich tue das für dich. Und wenn wir Dinge nicht mehr tun, um Anerkennung zu erhaschen, wenn wir Dinge nicht mehr tun, um einen Lohn von Menschen zu bekommen, dann qualifizieren wir uns für den Lohn, den Gott uns geben möchte. Aber den bekommen wir erst, wenn wir anfangen, für ihn zu leben, statt für Menschen. Verstanden? Alles, was ihr tut, selbst das Anziehen morgens, tut es für Gott. Ich möchte heute ein gutes Bild für dich abgeben, Herr. Lernt ständig im Austausch mit Gott zu stehen. Er wünscht sich Vertrautheit mit uns. Und genau so baut man sie auf. Gott ist an allem interessiert, was euch interessiert. Es gibt nichts, was ihr ihm nicht sagen könnt. Er möchte alles hören, was ihr denkt. Ihr könnt diese Art von Beziehung zu ihm haben. Hört auf, bei Menschen zu suchen, was nur Gott euch geben kann. Hört auf, von Menschen zu erwarten, dass sie euch glücklich machen. Hört auf, euer Selbstwertgefühl von anderen Menschen abhängig zu machen. Nur Gott kann euch ein gutes Selbstwertgefühl schenken. Wenn ihr wisst, wer ihr in Christus seid, könnt ihr auch gut mit Ablehnung von Menschen umgehen. Habt ihr mich gehört? Wenn ihr wisst, wer ihr in Christus seid, könnt ihr eure Unsicherheit und extreme Scheu überwinden, die euch lähmen. Sobald ihr wisst, wer ihr in Christus seid, kümmert ihr euch gar nicht mehr so sehr darum, was andere von euch halten. Seid mehr um euren guten Ruf im Himmel besorgt, als um euren Ruf auf der Erde. Ich möchte, dass man mich im Himmel gut kennt. Und eine andere Sache. Erinnert euch an das, was David gesagt hat. Warum bin ich so mutlos? Auf Gott will ich hoffen. Er erwartet, dass Gott etwas tut. Fangt an, ganz bewusst positive Erwartungen zu hegen. Die Bibel weist uns an, dass wir unsere Erwartungen auf Gott setzen sollen. Erwartet Gott. Wir kommen in Schwierigkeiten, wenn wir etwas von Menschen erwarten. Ich hatte erwartet, dass du dieses tust. Ich hatte erwartet, dass du jenes tust. Ich hatte erwartet, dass du dich besser benimmst. Ich hatte erwartet, dass du dich veränderst. Wir müssen unsere Erwartungen auf Gott setzen. Und wir sollten mehr beten. Ich glaube, wir machen zu vieles auf eigene Faust. Wir probieren erst alles aus, bevor wir uns bequemen zu beten. Lasst uns Menschen sein, die immer als erstes beten. Bedeckt alles mit Gebet. Betet immer und in jeder Situation mit der Kraft des Heiligen Geistes. Denn ich sage euch was, ein einziges geflüstertes Gebet kann mehr bewirken als ein ganzes Leben des Abmühens. Gott erhört Gebet. Wirklich.
Häufig erkennen wir seine Antworten einfach nur nicht. Psalm 27, Verse 13 und 14. Ich liebe diese Bibelstelle, deswegen lese ich sie so häufig vor. Sie steckt voller Hoffnung. Psalm 27, Verse 13 und 14. Was wäre aus mir geworden? Ich kann mir das richtig vorstellen. Was wäre aus mir geworden, wenn ich nicht fest darauf vertraut hätte, dass ich noch sehen werde, wie gut Gott ist, solange ich lebe? Sagt alle, in meinem Leben wird etwas Gutes geschehen. Mir wird etwas Gutes geschehen. Und durch mich wird etwas Gutes geschehen. Es geht nicht nur um mich, sondern um mich und durch mich. Heute Morgen habe ich gesagt, dass ich Gutes erwarte. Ich erwarte, dass die Veranstaltung heute gut laufen wird. Ich will nicht einfach nur warten und schauen, wie die Veranstaltung so läuft. Natürlich müssen wir uns auch auf Unerwartetes einstellen, aber wenn wir nichts erwarten, bekommen wir auch nichts. Ich erwarte lieber viel und bekomme davon nur die Hälfte, als wenig zu erwarten und alles davon zu bekommen. Was erwartet ihr? Formuliert ihr ganz bewusst positive Erwartungen für euer Leben? In unserem Büro sprach ich neulich mit den Mitarbeitern über diesen Gedanken. Und am nächsten Tag meinte eine Frau, das funktioniert ja wirklich. Sie hat einen Sohn im Teenageralter, der ihr große Schwierigkeiten macht und sie liegen sich immer in den Haaren. Sie erzählte, irgendwann wurde es so schlimm, dass mir davor graute, abends nach Hause zu fahren. Aber sie sagte doch, als ich dann an dem Abend auf dem Nachhauseweg im Auto saß und mir wieder das Grauen kam, beschloss ich, das Gehörte mal auszuprobieren. Also sagte ich mir auf dem Nachhauseweg, ich erwarte, dass mein Sohn heute Abend gut drauf ist, ich erwarte Gutes. Und sie sagte, als sie an dem Abend nach Hause kam, kam ihr Sohn nach einiger Zeit zu ihr und sagte, Mama, du sollst wissen, dass ich dich lieb habe. Ich kann euch zwar keine Garantie geben, dass ihr immer so schnell gute Resultate erzielt, aber nur Schlechtes zu erwarten, das hilft nicht. Nichts zu erwarten, das bringt nichts. Wenn man sich selbst helfen kann, warum es dann also nicht tun? Ihr könnt euch selbst helfen, indem ihr jeden Tag Gutes erwartet, jeden Tag. Das ist keine einmalige Angelegenheit, die man hier mal schnell bei der Konferenz abhaken kann, weil es gerade das Thema ist. Nein, gewöhnt euch an, schon früh am Morgen jeden Tag zu sagen, ich erwarte, dass heute etwas Gutes in meinem Leben geschieht. Ich erwarte etwas Gutes für meine Kinder. Ich erwarte etwas Gutes für meine Freunde, für meinen Mann. Ich erwarte, dass Gutes durch mich geschieht. Ich erwarte gute Nachrichten. Einige Leute sitzen immer noch so. Zumindest könnt ihr doch ein bisschen klatschen, oder? Wir müssen begeistert sein. Wir müssen begeisterungsfähig sein. Einige Leute sagen, das ist man in der Kirche nicht gewöhnt. Dann gewöhnt euch eben dran. Ein bisschen Lärm wird Gott schon nicht verscheuchen. Nichts gegen Ruhe, aber wir müssen mehr Elan zeigen. Naja, ich würde ja gerne, aber... Wenn ihr so etwas sagt, dann habt ihr noch nicht verstanden, worum es geht. Ich sag euch was. Und wenn ihr sonst nichts behaltet, dann das. Gute Gefühle folgen euren Entscheidungen. Habt ihr mich gehört? Eure Gefühle folgen euren Entscheidungen. Schaut nicht erst, wie ihr euch fühlt und trefft dann eure Entscheidung. Entscheidet euch, denn eure Gefühle sind euch untergeordnet. Entscheidet, was ihr tun wollt, unabhängig davon, ob eure Gefühle mitziehen oder nicht. Ich weiß nicht, ob ihr eine Vorstellung davon habt, wie wertvoll es ist, was ich gesagt habe und was für eine Falle das ist, in der viele stecken. Ich fühle mich. Ich wünschte, ich könnte so viel Elan verspüren wie du. Als ich heute Morgen aufstand, musste ich erst einmal 5 Minuten lang seitlich gehen.
Und wenn ihr es genau wissen wollt, habe ich eine Muskelzerrung in der Leiste. Und mir tut jeder Schritt, den ich hier auf der Bühne gehe, weh. Ah, ja, oh. Aber zu Hause bleiben, das zog ich gar nicht erst in Betracht. Das kam nicht in Frage. Genauso wenig kommt für mich in Frage, den ganzen Tag herumzusitzen und oh, oh, oh zu machen. Bein, du kannst mit mir kommen oder zu Hause bleiben, aber ich gehe. Oh, aber so bin ich nicht gestrickt. Wisst ihr was? Ich auch nicht. Ich habe früher ständig Selbstmitleidspartys veranstaltet. Ich lebte in der Depressionsgrube. In irgendeiner Grube steckte ich immer. Habt ihr schon mal von dem Esel gehört, der in eine Grube gefallen war? Hat irgendjemand noch nicht von dem Esel gehört, der in eine Grube gefallen war? Ah, das sind ja genug, um die Geschichte noch mal zu erzählen. Ich will die Geschichte nämlich unbedingt noch mal erzählen. Der Esel eines Bauern fiel in eine Grube. Der Bauer schaute in die Grube und dachte, es wird schwierig sein, ihn da herauszuholen. Er ist sowieso schon alt. Ich glaube, ich lasse ihn einfach da drin. Er rief einige Nachbarn und sagte, ich brauche Hilfe, um meinen Esel zu begraben. Also machten sie sich daran, Erde auf den Esel zu schaufeln. Alle schaufelten Dreck auf den Esel. Kommt ihr euch auch manchmal so vor, dass alle ihren Dreck auf euch schaufeln? Ihr Plan, genauso wie der Plan des Teufels, war, den Esel zu begraben. Anfangs stand der Esel da und heulte kläglich. Oder wie auch immer ein heulender Esel klingt. Heute bin ich irgendwie kein guter Esel. Auf jeden Fall hörte sich das bestimmt kläglich an. Nach einiger Zeit merkte er, dass sein Geheul nichts brachte. Geheul bringt nichts. Oh, alle werfen Dreck auf mich. Das zu sagen, hielt sie davon auch nicht ab. Also versuchte er es mit einer neuen Taktik. Jedes Mal, wenn eine Schaufel Dreck auf ihn geworfen wurde, schüttelte er den Dreck ab und stampfte ihn unter seine Hufe. Sie schaufelten noch mehr Dreck hinein und er schüttelte ihn ab und stellte sich darauf. Sie schaufelten weiter Dreck und er schüttelte ihn weiter ab und stellte sich darauf. Und schon bald war er aus der Grube herausgeklettert. Vielleicht sagt ihr, mir fehlt das Stehvermögen. Dann steht auf und holt es euch wieder. Ihr fragt, und was für positive Erwartungen darf ich im Einzelnen haben? Nun, wenn ihr eine Beziehung zu jemandem habt, der sich verändern muss, dann erwartet, dass das geschieht. Das Schlimmste, was ihr in einer Beziehung tun könnt, ist, vom anderen zu denken, der verändert sich nie. Ah, jetzt habe ich euch ertappt, oder? Erwartet mehr Chancen, erwartet offene Türen, erwartet Gottes Gunst, erwartet Beförderung. Erwartet, Gottes Stimme zu hören. Erwartet, vom Heiligen Geist geführt zu werden. Ich höre Gottes Stimme einfach nicht. Ja, wenn man das nicht erwartet, dann hört man auch nichts. Wenn ihr gesundheitliche Probleme habt, dann erwartet Heilung. Ihr sagt, aber damit schlage ich mich schon seit 20 Jahren herum. Nun, heute könnte dein Tag sein. Heute könnte dein Tag sein. Und wisst ihr was? Hört zu. Selbst wenn sich nichts ändert, fühlt ihr euch besser, wenn ihr etwas Positives erwartet, als wenn ihr nur herumsitzt und mault. Ich persönlich erwarte ein Jahr ohne Verletzungen. Zurzeit scheine ich mich nämlich häufig zu verletzen. Letztes Jahr habe ich mir 3 Zehen gebrochen. 3 verschiedene Zehen. Bei 3 verschiedenen Unfällen. Ich fiel beim Treppenhochgehen.
ich fiel beim Treppen hinuntergehen. Einen brach ich mir beim Sport, und zwar beim Wadentraining. Hab das etwas zu energisch gemacht, bin zu hoch auf meine Zehenspitzen und hab dann einen Zeh gebrochen. Manchmal stoße ich mich aus Versehen oder lasse Sachen auf mich fallen. Aber statt zu sagen, ja, ich bin ebenso total ungeschickt, ich tue mir ständig weh, sage ich lieber, dieses Jahr erwarte ich ein unfallfreies Jahr. Das, worauf wir uns konzentrieren, füllt uns aus. Und da ich mich heute auf euch konzentriere, macht ihr mich glücklich. Ich möchte Sie heute mit der Erinnerung ermutigen, dass für Gott nichts zu schwierig ist. Durch Christus, der Ihnen die nötige Kraft gibt, können Sie wirklich alles meistern. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie uns gerne an. Als meine jüngste Tochter geboren wurde, war mein Mann so ärgerlich, dass er mir in den Bauch trat und so meine Frauenorgane verletzte. Wie Sie sicher wissen, gibt es viele Orte auf der Welt, wo allein die Tatsache, dass man ein Mädchen und kein Junge ist, das Leben sehr schwierig macht. Einer dieser Orte ist Indien. Ich musste zwei meiner Töchter hierher schicken, um in diesem Heim zu leben, damit sie eine gute Schulbildung bekommen und ein gutes Leben haben. Wenn sie nicht hier wären, würden sie auf der Straße leben. Jetzt haben sie eine Chance, sich ein Leben aufzubauen, und sie sind in Sicherheit. Ich bin sehr glücklich und dankbar. Die Mädchen, die Sie hinter mir sehen, leben in einem von Hand of Hope geförderten Kinderheim. Sie können so nicht nur in Sicherheit und einer liebevollen Umgebung leben, sondern erfahren auch, dass wichtig ist, was Gott über sie sagt, nämlich, dass sie wertvoll und geliebt sind. Wenn Ihr Tag nicht so läuft wie geplant, geben Sie nicht auf. Es ist an der Zeit, dass Sie in Ihrem Leben wieder mehr Freude, Zufriedenheit und Begeisterung empfinden. Bestellen Sie jetzt 20 Tipps für einen glücklichen Tag von Joyce Meyer. Telefonisch unter 040 88 88 411 11 oder im Internet unter joyce-meyer.de/20-Tipps. Ganz gleich, ob Sie Ihre Schulden loswerden möchten, an einer Beziehung arbeiten oder nochmal studieren wollen, Sie haben nur ein Leben. Was fangen Sie mit Ihrem an? Es ist an der Zeit, zielgerichtet zu leben. Mit meinem Buch Der Tag gehört dir finden Sie heraus, wie das geht. Lassen Sie Ihr Leben nicht einfach vorbeirauschen. Packen Sie es aktiv an. Bestellen Sie Der Tag gehört dir im Internet unter joyce-meyer.de/deintag. Oder rufen Sie an 040 88 88 411 11.